Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 mit dem Madin. Moin Moin. Ja, wir sind nur zu zweit. Ja, so. Hast ja. Du auch keine Lust? Hätte ich auch schon gefragt, ob er mitmacht. Kein Bock. Ich habe. Ne, Martin hat ein bisschen vorgespult. Ja, im November kannst du ja nichts mehr machen auf dem Markt. Nee. Und da wir ja mit Siasons spielen. Ja, so sieht das aus. Mal wieder ansehen können. Ich sammle jetzt erstmal die ganzen Paletten ein, die sich in der Zeit hier gebildet haben. Wozu hast du denn eigentlich diesen Bobcat gekauft da an der Palettenfirma? Palettenlager? Weil da immer nur die gleichen Paletten rausgekommen sind. Beziehungsweise ich mit dem Autoloader nicht richtig aufladen konnte. Ich habe die Paletten dann einfach rausgefahren, die ich wollte. Und hab sie mir dann auf ein Stück weiter nach hinten gestellt, dass ich sie besser aufladen konnte. Und wenn da welche waren, die mir nicht gepasst haben, dann habe ich sie rumgefahren und wieder eingelagert. Und dann kamen neue. Ja, ich habe mich dann gar nicht so richtig mit befasst. Ich habe das Ding ja auf dem Testserver auch drauf. Dass, sobald du welche ablädst, kommen irgendwann stellen sich immer wieder vorne neue hin. Ja, genau. Stellen sich immer vorne neue hin. Ja. Und da kannst du dich quasi bedienen. Und da alles voll mit einer Sorte stand, weil wir ja erst nur eine Sorte eingelagert haben, ach so. War das Aufladen da so ein bisschen schwierig nachher. Mhm. Dann habe ich da so halt so ein Bobcat dahingestellt, mit dem man die Paletten einfach ein Stück wegnimmt und dann kann man sie besser aufladen. Bloß, warum stellen sich denn der Bob hier hin? Das wundert mich. Das ist das, das Herausgeben der Paletten ist das. Das ist die Ausgabe. Ja, die Ausgabe, die du weißt doch gar nicht, was du für Paletten brauchst. Nee. Das Lager. Deswegen, das ist ein bisschen doof gemacht, weil das einfach alles nach draußen stellt. Ein bisschen doof. Ja, so einige Mods sind noch nicht so richtig Multiplayer-fähig. Das hat damit was auch noch zu tun, schätze ich mal. Das gleiche Problem habe ich auf dem anderen Server, auch auf dem Testserver. Haben wir noch einen größeren Autoload-Anhänger, weißt du das? Für Paletten nicht, nee. Schade. Muss ich entweder noch einen zweiten holen? Krieg ich das irgendwie nämlich auch im Testserver auch nicht hin mit dem anderen Anhänger. Hatte ich auch schon geholt. Muss irgendwie. Wie schon gesagt, so Autoload. So schön wie es ist, aber es ist noch nicht so richtig Multiplayer. Nee. Machst du gerade was Wichtiges? Ich sehe Mais an. Okay. Kannst du den mit dem Helfer fahren? Weil dann würde ich sagen, besorgt dir nochmal einen zweiten Autoload-Anhänger. Wir haben so viel, was wir verkaufen müssen. Die Zuckerproduktion, die läuft quasi über, bis zum geht nicht mehr. Okay. Wollt ihr den Zucker dann gleich verkaufen? Oder? Ich würde sagen, den Überschuss auf jeden Fall verkaufen. So viel Zucker werden wir nie brauchen. Ich guck gerade, ich habe hier irgendwo einen Verkaufspunkt an der Bäckerei, wo es am meisten Geld gibt. Muss ich nur noch den Verkaufspunkt von dem Abladepunkt für die Produktion unterscheiden hier. Oder ist das gleiche? Ich weiß es nicht. Nee, das ist der gleiche Punkt, den können wir nicht nehmen. Denn müssen wir zum Shop. Muss ich erstmal gucken, wo der Shop ist. Da hinten ist der. Okay, ich fahr falsch. Wo soll ich denn jetzt was wegholen? Die Zuckerfabrik auf jeden Fall leer machen. Mhm. Okay. Und wenn du da noch Platz hast, dann kannst du bei der Bäckerei im Dorf
noch Kuchen und Brötchen abholen. Kuchen und Brötchen? Kuchen und Brot? Irgendwie so. Auf jeden Fall alles, was jetzt nicht im Lager ist, kann quasi verkauft werden. Zucker jetzt verkauft werden oder eingelagert? Nee, eingelagert haben wir so viel. Okay. Den können wir so verkaufen, wie er ist. Also ich habe jetzt einen kompletten Autoload-Anhänger voll, den ich dann auch gerade mal auf die Seite gelegt habe. Sehr schön. Oh, sieht aber schick aus mit dem grünen Rasen jetzt hier. Oh Mann. Jetzt habe ich ihn wieder. Sehr schön. Ist ja auch witzig, wenn ich die Spanngurte abmache vom Autoloader, dann stellt er sich wieder auf. Gibt eine neue Spezifikation für den Auto, für die Autoloader. Muss ich nur nochmal ausprobieren. Das habe ich aber auch heute erst gelesen. Okay. Entweder Bäckerei, aber da können wir nicht abladen, weil wir da die Produktion schon haben. Und das nächste wäre vom Preis dieser Shop, de, was weiß ich was. Shop, de, was weiß ich, da ist ein Kurs hin? Da gibt es einen Kurs hin, ja. Ich glaube, da heißt einfach nur Shop. Ach so. Oder VK Shop oder so. VK Pharma Shop heißt das. Die Kurvengeschwindigkeit runternehmen. Das sieht jetzt auch am Testserver. Wo bleibt der denn? Wo bleibt der denn? Er liegt da hinter der Kreuzung auf der Seite. Bist du jetzt voll mit Zucker? Ja. Ja. Ich habe keinen Zucker in meiner Liste drin. Das Geile ist, auf der anderen Karte habe ich dann zwei Zuckerfabriken. Einmal brauche ich nur Zucker und kann ich Zuckerrüben, Zuckerrohr und abliefern und dann auf der anderen auch Zuckerhirse. Okay. So, jetzt will ich aber diese, soll ich, wollte dieses, das Ganze extra ansehen. Und dann gibt es eine Seemaschine. Nee, das wird auf dieser Karte nicht unterstützt. Ja, wie soll ich denn dann die Zuckerfabrik verwenden? also das ist... Huch. Ich habe die Verbindung zum Server verloren. Ich nicht. Huch, was ist denn da los? Ich finde keine Verkaufsstelle für Zucker hier. Findest du nicht? Bei mir war das in der Liste und dann sind drei Verkaufsstellen da drin. Brot, Butter, Kuchen, da ist Zucker. Ha! Sorry. Eine Synchro mitten in der Aufnahme da. So. VK Pharma Shop. War noch mehr in der Zuckerfabrik? Wahrscheinlich ja. Jo, da ist noch mehr drin. Das kommt ja immer nach und nach wieder raus. Ja. So, dann hole ich auf dem Weg nochmal Mehl und bringe das in die Bäckerei. Dann lade ich bei der Bäckerei auf und nehme noch Zucker mit. VK Pharma Shop oder was? Genau, genau.
Oh, hoch. Ich habe da was gefunden. Ich muss gleich nur mal gucken, was man. Ich hoffe, der fährt da jetzt alleine hin, muss man einen Trecker montieren. Der ist nämlich nur mit 10% voll. Muss ich ja noch einen Tank voll machen. Meine Güte, bei mir ruckelt das, ey. Heute ist hier was los. Der Mod-Server ist mal wieder umgezogen. Ist er? Ja, hatte ich heute, wo ich drauf geguckt habe, ob alle Server schon bereits Ich hab Känguru-Sprit. Nö, meiner hat eigentlich gut Human. Ja, ich werde gleich mal meinen Router neu starten, denke ich mal. Sei denn, es fängt sich jetzt. Ah, mal sehen, ob dein Autodriver hier irgendwann ankommt. Oh, ist unterwegs. Ich sitze gerade drinnen wieder. Ah, okay. Ich hab nur den. Die Seemaschine wieder voll gemacht. So. Jetzt klappt das auch mit dem Verkaufen. Oh, 16.000, ne? Da kommt der Martin. Ah, das schafft schon was. Habe ich eben schon weggefahren ins Lager. Okay. Und das ist ja noch nicht viel. Bebing. Ja, das klappt. Das klappt leider auch noch nicht mit der. Dass er das alleine macht. Dass er alleine verkauft? Nee, dass er alleine auflädt. Ja. Jetzt mal an der Druckerfabrik auflädt, den Anhänger, bis er voll ist, Spanngurte ranmacht und dann losfährt. Ohne Spanngurte brauchst du nämlich gar nicht fahren. Nee. Kannst du schon, aber dann darfst du wieder einsammeln unterwegs. Sammler spielen, genau. Ja, das kann man ja wirklich nur zu zweit wieder machen. Einer sitzt beim Verkaufspunkt, einer beim Aufladepunkt, ne? Und dann vielleicht mit mehreren hin und her fahren oder so. Verkaufspunkt, das könnte, da hat er das, ist er eben rangefahren und hat schon dabei abgeladen. Das werde ich gleich mal einstellen. Ich stelle das gleich mal ein. Ob er dann beim Verkaufspunkt alleine ablädt und wieder zurückfährt zur Zuckerfabrik. Ja, wäre interessant. Oh, Mehl haben wir auch ohne Ende. Mal sehen, ob wir das auch verkaufen. Oder ob ich noch was da reinkriege in die Bäckerei. Speichern.
Kaplan-Zuckerfabrik. Kaplan. Natürlich ruckelt das genau jetzt. Genau in der Kurve natürlich, ne? Das Problem ist, du kannst das nicht eingeben, was er geladen hat. Ja. Versuch mal mit. Gucken, ob er das kapiert und sogar. Zuckerrüben? Hast du wegen Zucker? Also bei mir, da steht sogar ein Paletten. Extra nochmal, ist dann im Autodrive oben. Okay. Kannst dann auswählen. Da steht dann Paletten. Zeitziehen-Tour wieder? Ach, du ahnst es ja nicht. Hier nicht über los, ziehe keine 4000 Euro. Ne. Super, ich bin wieder Monopoly, das Ding. Na, kommt noch mehr aus der Bäckerei? Ja. Dann fahre ich jetzt nochmal zum Shop. Was haben wir denn im Lagergebäude? Circa 22.000. Ah, da haben wir nicht viel, was weg muss. Das ist schon mal gut. Muss mal gucken, wenn ich nächstes Mal einen anderen Mod kriege, wo der paar mehr Paletten laden kann, dann schmeiße ich den hier auf den Server drauf. Dann ja. Muss ich aber erstmal, das muss ich aber auf den Server erstmal drücken. Bei der nächsten Sem-Schüssen. Genau. Dann kommt dann. Oh, jetzt gibt's Kohle, Martin. Jetzt gibt's Kohle, ey. Jetzt müsste es gleich Kohle geben. Kuchen und Brot. Oh ja, das gibt Geld. Das habe ich jetzt auch schon gehabt einmal. Wir stehen jetzt hier auf dem Hof. Hä? Wir stehen denn auf dem Hof. Oh, Achtung! So. Hat man dann nicht gerafft hier mit dem. Ob ich das da so eingebe, warum eigentlich nicht? Oh, ich muss das mal anders. Kann ich das noch anders machen? Ne, das ist ja B-Laden. Das könnten wir höchstens machen, genau. Ach, das ist wieder Drescher abfahren. Ja, das ist auch blöd.
Die Felder sind erstmal soweit fertig im Endeffekt, ne? Nö. Das Also ist alles angesehen. nur noch ansehen. Oder muss Ja. noch vorbereitet werden? Nö. Nö, muss nur noch angesehen. Aber bloß so viel können wir nicht. Ich mache jetzt 2 Felder Mais, wollte ich jetzt machen. Ja. Wollt ihr noch was mit hinnehmen zum Farmer Shop? Ich habe jetzt nur 2 Paletten Zucker drauf. Das nehme ich mir nicht noch was weg vom Lager Zucker. Ja, dann nimmt er noch Zucker mit, genau. Sind noch rote Sachen auch noch. Was ist das denn? Das sind die Erdbeeren. Die müssen zur Bäckerei. Du kannst auch nochmal Zucker und Erdbeeren sonst aufladen und damit einmal zur Bäckerei rüberfahren und gucken, was er da noch annimmt. Quasi einmal auffüllen, weißt du? Die liegt ja quasi auf dem Weg. So, ich werde mal kurz die Hühner füttern, die haben nämlich nichts mehr. Die hat er Martin eiskalt verhungern lassen. Nee, Freund. Was? Ich hab ein paar Monate vorgespult, ich habe gerade erst. Na komm, eine noch. Eine geht noch. So, halt eine vorne. Also sagst du zur Bäckerei bringen. Genau, einmal bei der Bäckerei vorbeifahren, was er da abladen kann, kann er abladen und was nicht, das wird verkauft. Verstehe ich nicht. Bäckerei ist ja unsere Produktion. Da, die braucht ja auch Zucker, die braucht ja auch Erdbeeren, die braucht ja Mehl und so ein Kram, um den Kuchen und sowas herzustellen. Ach so. So, und du hast jetzt Zucker und Erdbeeren ja geladen. Ja. So, und die fährst du da vorbei und was er ablädt, das lädt er ab. Und was nicht, das wird verkauft. Okay. Was machen wir mit dem Mist? Silo. In den Fermenter oder ins normale Silo? In den normale Silo. Weil der Misthaufen ist schon so groß, dass das Förderband umgekippt ist. Letztes Mal war es noch nicht, habe ich jetzt noch einen Monat vorgespult. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, macht das. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.